Komme zu gar nichts mehr hier. Nichts getan. Ich habe nicht gesagt, dass du was getan hast. Luke. Das ist doch der Typ hier von... Ist das nicht der Sohn von denen hier? Hier auf dem Bauernhof? Ach, da ist er ja. Lehrbücher. Ich habe einige umnutzt bei mir zu Hause. Komm. Hier, ich habe früher dieses Buch gelesen, um daraus etwas zu lernen. Ich habe das von einer Freundin Person bekommen, die in der Hauptstadt studiert hat. Du kannst es haben, wenn du möchtest. Dankeschön. Und Xiao. Okay, die verkaufen nur Milch. Ich brauche eigentlich Apfelsaft. Question. Wir verkaufen hier eigentlich Apfelsaft. Ja, Rückstand, bla bla. Wahrscheinlich im Gasthaus gibt es dann den Apfelsaft. Gut, muss man wahrscheinlich dann abends holen. Ich guck mal gerade. Wann haben die offen? Ab 10. Na, es geht ja. Ich gebe jetzt Xiao die Bücher und dann kann ich mir Apfelsaft holen. Das sollte ja passen eigentlich. Ach, Quest, da. Ja, bitteschön, Lehrbuch. Ist das Buch, von dem du gesprochen hast? Kann ich es mit zu mir nehmen, um es mir anzusehen? Also ich komme direkt auch mit. Okay. Das ist genau, wonach ich gesucht habe. Es ist keine schwere Kost, aber auch nicht zu trivial. Es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Wo hast du es? So ist es also. Ich wusste zwar, er liest sehr gerne, aber dass er so etwas hat, hatte ich nicht gedacht. Vielen Dank, dass du mir dieses Buch empfohlen hast. Ich versuche es mir später zu bestellen. Darf ich das hier behalten? Aber ich habe doch nur nach einigen alternativen Büchern für unsere Lesung gefragt. Ist das wirklich in Ordnung? Dankeschön, Nolan. Du hast was gut bei mir. Ich werde Luke auch danken. Ich werde Luke auch bedanken. Okay, bedanke ihn. Yep, ich muss Quests machen, damit das Freundschaftslevel höher geht. Okay. Good to know for the future. Dann quatschen wir noch kurz mal mit Rainer. Wir können erstmal mit Olive sprechen. Bye. Da ist er. Ich weiß halt nur, wie die Quests starten von unserer Casino-Lady. Dann finden wir schon raus. Erstmal Apfelsaft holen. Nee. Shop. Shop. 15 kosten die. Ja, let's go. Danke. Dann dahin. Dann holen wir ein paar mehr Sachen hier und vor allen Dingen auch Ressourcen. Vor allen Dingen brauchen wir auch definitiv Holz. Wahrscheinlich gibt der jetzt hoffentlich viel Holz. Probably. War aber okay. Hätte auch besser sein können, um ehrlich zu sein. Gut, dass es nicht ins Wasser fallen kann. Ansonsten wäre ich jetzt echt Neuheitspech gehabt. Eine Sonnenblume, sehr schön.
Ist der Bär hier oben weg? Ah, hier steht er ganz oben. Was ist das? Hätte er sein können, dass er weg ist, despawned ist, whatever. Steckst du zweimal zu? Oh. Schwarz, Fell, okay. Ich finde jetzt mal eher, dass es ein Braunbär ist und kein Schwarzbär, aber ist dann wohl auch irgendwo Auslegungssache, wa? Dankeschön für die Sonnenblume. Ich könnte eigentlich jetzt schon mal die ersten zwei Apfelsäfte trinken. Vielleicht wäre ein anderer Saft auch besser gewesen. I don't know. Maybe, maybe. Who knows, who knows. Ich habe halt an sich keinen Bock auf den Löwen. Bin ich ehrlich mit euch. Irgendwann werde ich ihn auch vermöbeln müssen. So jetzt zum Beispiel. Okay, der hat gar nicht so viel Leben. Hä? Wie Lobob bist du denn? Okay, von dem Löwen hätte ich mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Da halten ja sogar die braunen Schwarzbären mehr aus. Mal her hier. Danke. Ich markiere hier unten jetzt noch und dann komme ich eigentlich zurück. Okay, ich könnte eigentlich pro Tag 4, 5 sogar. 5 Apfelsäfte trinken. Naja, es muss ja irgendwie auch besser gehen. Ich muss mal gucken, was der noch irgendwie an Essen verkauft oder was dann irgendwie in. Sonst irgendwie Gericht mitnehmen oder so von dem. Das ist, glaube ich, besser als die ganze Zeit in der Flasche zu nuckeln. I don't know. Halten. Ich muss die ganze Zeit wirklich klicken. Supi. Das ist ja überhaupt nicht nervig oder so. Es tut mir leid. So, den Lavendel haben wir jetzt auch. Krieg ich den auch gehauen, ohne dass ich K.O. gehe? Ja, oder? Sehr gut. Dann würde ich ganz gerne die Nebenquest in der Kirche machen mit dem Wein. Um ein bisschen Dinge zu haben, ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich muss ja gerade drücken. Kicken geht ja diesmal nicht. Danke. Supi. Ja, könnte mehr Geld sein, was sie einem geben, aber ich finde 125 ist schon okay. Gibt Schlimmeres als das. Hallo. Sie hat irgendeinen Himmel studiert. Ich habe nicht aufgepasst. Mit ihr habe ich schon gesprochen. Upsi. Hab ich irgendwie vergessen. Ist hier oben jemand irgendwie? Nö. Na gut, dann fahren wir zurück.
Irisflächen. Versuchen wir es mal. Oh, wow, okay. Also die Großen machen ja schon Sinn an sich, ne? Würde ich sagen. Haben wir eine Dreierlänge so? Ne, haben wir nicht. Und die halt auch nicht drehen kann, ist halt auch so ein bisschen... Naja. Haben wir ein... Ach so, ich muss das mit... Oh. Ich muss das ja nur mit 5 Dingern hier machen. So. So. 2 haben wir noch, geht aber nicht. Ja, schade. Okay, da fehlen mir noch Zutaten auf jeden Fall. War schon mal gut zu wissen, dass mir da noch Zutaten fehlen dann. Heute kein Patient. Ich meine, es ist ja schön, dass die alle gesund sind, aber mir auch schade, dass wir dann nicht... Ist das... Colin. Hallo, Nolan. Ich sehe mir gerade unser neuestes Werk an. Ich habe einen Briefkasten. Hier, schau mal. Also siehe an, was wir hier haben. Wir haben uns mit Maya zusammengetan und diese Kiste wird hier aufgemacht. Es ist eine sogenannte Fernverkaufskiste. Wenn du mehr Tränke brauchst, als du brauchst, kannst du einige verkaufen, indem du sie in diese Kiste tust. Also, als eine Art Versandapotheke. Und Sukiri wird sie dann abholen. Das ist euer Kurier. Und der ist sehr cute. Und damit meine ich diesen feinen Kerl hier. Er holt die Tränke ab und bringt sie zum Alchemistenrad. Ja, was wollt ihr denn mit den Dingern? Er kommt jeden Tag, um nachzusehen, ob es in der Fernverkaufskiste ist. Und zwar pünktlich um 17 Uhr. Ah. Also achte darauf, deine überzähligen Tränke vorher darin zu hinterlassen, ja? Mach dir keine Sorgen, wir kaufen dir alle Tränke ab, die du in die Kiste tust. Ich hoffe, dieses Arrangement hilft dir bei deiner Mission. Ist ja ganz nett, aber ob sie es unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ja, danke. Na, ich könnte dich streicheln. Und dir noch was zu essen geben. Bitteschön. Okay. Einmal schnell hier durchskippen. Nein, ich hatte schon. Ich will eine Frau. Aber diese Mondblumen kann man auch nur finden. Die kann man nicht kaufen irgendwo. Hast du das richtig verstanden? Ich glaube jedenfalls. Sicher bin ich mir jetzt nicht damit. Wo hängt sie vielleicht morgen erst in ihrem Zimmer ab? Also sie ja, aber die Spielerin? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, welches Zimmer der Spielerin ist. Und es nervt mich, dass ich den Namen von der Spielerin nicht weiß. Aha, ich bin ja auch kurz vor der nächsten Stufe, was Freundschaft angeht. Sehr schön. Sieht aber jetzt nicht so aus, ob hier irgendwo wäre. Ne. I mean, Versuch war es wert. Ne? Also, um Quests abzuschließen, kann man mal ein bisschen Einsatz zeigen, würde ich behaupten. Da sitzt sie ja schon. Helene. Ich kann mir das nicht merken. Helen. Ja, Helene ist schon hart deutsch. Das stimmt schon. Wir haben auch Hannah.
Ist ja hier gerade ein Gesprächsfest hier für alles. Eine Gesprächsquelle. Ich wünschte wirklich, man könnte irgendwie noch laufen, weil ich finde, dieses Gehen, was man hat, ist einfach zu langsam. Hat der freitags zu? Nee, eigentlich nicht. Oder hat der erst um 9 offen? Kann sein. Hallo! Ah, knapp. Knapp, knapp. Aber kann ich mit Xiao jetzt das Level, was freigeschaltet haben, weitermachen? Hat jetzt eigentlich einen neuen Eintrag hier im Freundebuch, sag ich jetzt mal. Ich glaube schon. Xiao. Ja. Als Lehrer wird Xiao aus Geduld manchmal auf die Probe gestellt. Vor allem in Sachen Rue, die gar nicht gerne liest oder lernt. Zum Glück ist Nolan für ihn da. Und dank der Büchersammlung von Luke flammt Rues Interesse am Lesen wieder auf. Sonnenblume, die Verkörperung des Sommers. Man versteht sofort, warum so viele Leute sie lieben. Keiner da. Wilde Mähne. Die Mähne eines wilden Tieres. Kann als Kleidung verwendet werden, um im Winter zu überleben. Stimmt. Das ist noch das, was mir so ein bisschen fehlt. Jahreszeiten. Gut, dass wir gesprochen haben. Ein sehr dickes, dunkelfarbiges Winter. Wildtierfell, das kaum Nässe durchlässt. Sauer schmeckender Saft. Diese Flüssigkeit von Bäumen schmeckt sehr sauer. Man kann damit Schädlinge und Keime loswerden. Oh, Keime. Gotcha. Die Schwarztatze. Ein riesiger, fleischfressender Bär, dessen gesamter Körper von einem dichten schwarzen Fell bedeckt ist. Ich finde immer noch nicht, dass er schwarz aussieht, aber gut. Er jagt oftmals in der Nacht und ihn plagt ein unstillbarer Hunger. Daher ist er immer auf Beutesuche. Bin ich denn? Ach, Knochenmaske, da. Ein Pflanzenfresser mit einem knöchernen Exoskelett. Mit einem knöchernen Exoskelettmaske. Ah, Deutsch. Sehr territorial veranlagt und fällt ziemlich aggressiv. Ihre Knochenmaske ist ziemlich widerstandsfähig und bringt jeden Baum zu Fall, gegen den das Tier rammt. Weißt du Bescheid? So, noch kurz Xiao, hi. Nee, wir müssen eigentlich kurz warten, bis der Laden auf hat, damit ich wieder Sachen kaufen kann. Denn. Hi. Huch, das war Nova. Mist. Ja, mein Modegeschmack ist schrecklich. Das haben wir alle schon begriffen. Danke. War es um 9? Nehmen 10 erst. Hat der Shop trotzdem schon offen? Nein. Dang it. Hätte ja sein können, dass es so ein kleiner Bug ist. Schade. Hallo Marielle. Nutzen die Zeit einfach noch ein bisschen und laufen hier rum, Leuten Hallo zu sagen. Mein Gott. Hallo Dean. Hier, mir wird aber noch irgendwas passieren. Also, ich denke schon, dass man später irgendwann... Was? Lieber Dean, während deines Dienstes musst du alle Türen des Rathauses daraufhin überprüfen, dass sie abgeschlossen sind. Eine genaue Liste deiner Aufgaben sowie Schlüssel findest du im Polizeirevier. Osman. Dienstag bis Sonntag, 13 bis 20 Uhr. Ah, Nolan, ich habe gehört, dass du deinen Hund letzte Zeit sehr gut trainiert hast. Ich würde ihn gerne mal sehen, wenn es dir passt. Was? Wie nehme ich den an? Hallo? Okay, keine Ahnung. Okay, ich bin überrascht, dass du offen. Ja. Nur Montags ist zu. Der Shop. Pilzsuppe. Bist mit Knoblauch genießen, Wurzelbier, Filet. Kauf einfach mal 2 Filets. Wir werden sehen, ob es hilft oder nicht. Ah, hier, guck mal, hier ist Runenherz, genau.
So, und dann reisen wir diesmal hier hin, um dann nach da oben zu laufen. Ja. Machen wir so. Hier ist nur ein Stein. Man kann ja auch mitnehmen, ne? Stein ist jetzt nicht so. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, das mitzunehmen. Nein. Ja, goodbye. Du hast dich stets bemüht, mein Löwe. Aber leider warst du nicht schnell genug. Zum Glück. Knacken wir hier das noch. Und dann gucken wir nicht mal in die Richtung weiter, was hier noch so alles ist. Hoch. Eine Zwischensequenz schon wieder. Okay. Spannend. Oh. Diese Pflanzen gehen ein. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was das Pflanzen sind. Ich glaube, die Käfer hier fressen sie einfach auf. Solange die Käfer hier sind, haben die Pflanzen keine Chance zu überleben. Diese Käfer müssen Parasiten sein. Wenn die Pflanzen nicht mehr lange überleben, können wir nicht irgendwas tun? Ich weiß es nicht. Das Beste wäre, jemanden zu finden, der sich mit Käfern auskennt. Tue ich das? Du, was willst du hier? Es tut mir leid, Forrest, aber ich muss gehen. Aber mit Lakaien aus der Hauptstadt spreche ich nicht. Muss ich mich wirklich erst mit dem anfreunden, damit er freundlicher wird? Wahrscheinlich. Tja, hast du schon mal solche Käfer gesehen? Nein. Wenn du dir das hier ansiehst, wird dir klar, dass sie es sind, die die Pflanzen absterben lassen. Wenn wir die Käfer nicht loswerden, ist die Pflanze verloren. Du willst uns helfen? Super. Also als erstes brauchen wir mehr Informationen über diese Käfer. Vielleicht könntest du in der Stadt herumfragen. Wer kennt sich denn mit Käfern aus? Ah, Victor? Ist das nicht der Typ vom Friedhof. Gut, dass er auch immer weiß, wo der so zu finden ist. Naja, wir werden sehen, ne? Auf die Map gucken. Okay, ist egal wie rum. Beides führt dahin, wo ich hin will. Sind das so Friedhofskäfer oder warum kennt sich Victor damit aus? Oh, hi! Aui. Nein. Sei lieb. Noch so ein Ding? Wiesengrundexperiment Tag 47. Die Berichte haben ergeben, dass sich in diesem Boden, in dem wir herumexperimentieren, Risse und Undichtheiten gebildet haben. Außerdem verschwinden langsam Teile der Vegetation. Unser Gerät hat bei diesem Experiment viele negative Ergebnisse registriert. Der Bürgermeister von Mondburg macht sich Sorgen wegen unserer Tätigkeit in Wiesengrund. Ich bemühe mich nach Kräften, ihn zu beruhigen, aber ich sollte die Vorfälle so schnell wie möglich in der Hauptstadt melden. Damit haben wir ja das komplette Journal. Und dafür gibt es nicht mal eine Steamerungschaft, möchte ich dazu sagen, ja? Frechheit. Nein, Spaß. Okay, hier kannst du aber mir nichts abernten auf dem Weg nach oben. Noch eine Zwischensequenz? Ist das hier mit 2, bei unten ist 3? Wahrscheinlich, wa? Ja. Suchst du hier auf dem schimmernden Eisberg nach Materialien? Du bist wirklich interessiert daran, Gegenden zu finden, die voller Ressourcen für dich sind, was? Wir haben früher viele gute Dinge auf dem Berg gesammelt. Aber jetzt kommen wir nicht mehr über diesen Fluss, wegen der kaputten Seilbahn dort.
Wenn wir die reparieren könnten, kämen wir auch wieder hier nach gegenüber. Hat dein Abzeichen denn die richtige Stufe für so etwas? Wir könnten dir helfen, aber du brauchst ein aufgewertetes Genehmigungsabzeichen, um mitmachen zu können. Vielleicht sollst du also zuerst mit Maya sprechen. Kann ja nicht schaden, ihn nachzufragen, was? Okay. Ich kriege hier gerade Quest über Quest über Quest über Quest über Quest. Das ist schon crazy. Ich reise hier und laufe dann da runter. Ja. Ja, von dir habe ich ja diesen Panzer. Ich müsste eigentlich mal die Käfer mal angreifen, um zu wissen, ob ich von denen auch diesen Panzer kriege oder was anderes. Wahrscheinlich für den auch nur einen Panzerkrieger. Wahrscheinlich. Ja, roll du mal. Ach ja, es ist ja kein Panzer, es ist ja ein steifer Pelz. Wer weiß das nicht? Das war eher eine komische Aussage, um ehrlich zu sein, aber gut. Wie viel gibst du mir? Oh, mal einiges mehr. Okay, gut. Gut to know. Das heißt, ich werde in Zukunft nur noch dieses Filet holen. Nur in Anführungsstrichen ganz normalen Angriff. Der gibt ein Käferbein. Das ist ja yummy. Bin gerade verwirrt. Ach, ich bin einfach jetzt zum Anfang gelaufen. Ja, sieht mir ähnlich. Weil ich jetzt irgendwie sehr verwirrt. Weird. Hi. Jetzt. Und ich sah noch großkotzig hier. Hi. Und dann doch einfach überrumpelt zu werden. Schade. Bärchen. Nein. Bärchen. Nein. Na, bop. Okay. Ja, ich muss echt gucken, dass ich meine Sachen mal aufwerte. Ich hab vergessen, wie viel das kostet. Das soll ich vielleicht mal dann mal bald in Erfahrung bringen. Ach Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Trank schon machen können für die Fläche da bereinigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir diesen Trank machen können. Sag mir mein Gefühl. Ich meine, ich kann auch falsch liegen, Gottes Willen. Hier unten gab es wieder. Gibt es so ein, so eine Schriftrolle. Gott, das Gedanke war ich schon schnell genug. Kurz Angst, mir brennt mich. Hier noch das. Und den roten Baum noch, komm.
Was soll der Geiz? Geht das gut? Geht das gut? Geht das gut? Müsste eigentlich, oder? Ja, ging noch gut. Wunderbar. Ich habe einmal den Meier und ich habe einmal Viktor.